Wir haben heute den 5. März, 22 Uhr und 6 Minuten. So, jetzt ist das Brandenburger Tor. Wir haben heute den 5. März, 22 Uhr und 6 Minuten. Im Hintergrund wieder Radio Novosti und Radio Svoboda Novosti und Radio Vesti FM. Also zwei russischsprachige Sender, einer aus der Ukraine, einer aus Russland. Wir versuchen jetzt hier einen Kontakt herzustellen mit Seelen oder Energien aus dem Jenseitigen, die sich im Fall Rebecca Reusch auskennen. Wir würden uns freuen, wenn wir von euch Antworten zu unseren Fragen erhalten würden, die wir jetzt stellen werden. Erstmal bedanken wir uns auch für die letzten Rückmeldungen, die ihr uns gegeben habt. Dankeschön. Das war sehr informativ auf jeden Fall. Und ja, wir versuchen jetzt ein neues. Und zwar, wie ihr gehört habt, geht es um das verschollene Mädchen, um das Mädchen, die Rebecca Reusch. Wir würden gerne als allererstes wissen, ist das Mädel bei euch im Jenseitigen? Dankeschön. Ihr wisst ja, wir verstehen das immer nicht gleich. Ne? Wir müssen das erst auswerten und uns mit Kopfhörern anhören. Ne? Also, sorry, wenn wir dann manchmal Fragen doppelt stellen. Also, es ist nicht unsere Absicht. Wenn das Mädchen schon bei euch ist, ja, also im Jenseitigen, kann uns jemand sagen, jetzt erstmal eine ganz pauschale Frage, wo der Körper versteckt ist? Versteckt ist?
Wir haben, wenn ihr uns das sagen könnt, dürft ihr uns auch sagen, wo der Körper Wir haben in der Vergangenheit, ihr wisst ja, wir haben ja schon öfters diesbezüglich Kontakt zu euch gesucht und auch erhalten. Dafür auch nochmal großes Danke. Wir haben immer wieder verstanden, geht in Richtung Norden oder in Richtung Uckermark oder direkt in die Uckermark. Haben wir das richtig verstanden, dass sich diese Richtungen Uckermark bzw. Norden auch auf den Fall oder für den Fall Rebecca Reusch bestimmt sind? Ihr habt schon oft gesagt, dass der Körper ist irgendwas, der Körper ist irgendwas, der Körper ist irgendein Wald zu finden ist. Nennt uns doch bitte mal den Namen der Ortschaft, der diesem Wald am nächsten ist. Ich habe gerade Storko verstanden. Wurde in diesem Wald auch schon von der Polizei nach dem Mädchen gesucht?
Irgendwie sowas, ne? Nein, direkt nicht, haben wir nicht verstanden. War die Polizei dem Wald sehr nah? Dann noch eine sehr pauschalisierte Frage. Kann man den Körper von Rebecca überhaupt noch finden oder Überreste dieses Körpers? Kann man da überhaupt noch etwas finden? Dankeschön. Rausschneiden? Ja, wisst ihr, wir sind mit einem See. Hat der War da eine richtig? Ist der Wald, wo der Körper versteckt ist, ein Nadelwald, ein Laubwald, ein Laubwald. Oder ein Mischwald. Maschwald. Dankeschön. Habe ich direkt verstanden. Maschwald ist ja Mischwald. Liegt dieser Wald an einer Autobahn.
Liegt dieser Wald direkt an einer Landstraße? Oder ist dieser Wald nur über Feldwege erreichbar? Ist dieser Wald ein Naturschutzgebiet? Der Körper des Mädchens unter der Erde vergraben? Oder wurde er nur mit Laub, Ästen oder ähnlichem bedeckt und so versteckt? Hat der Täter, der das Mädchen dort versteckt hat, dort mit dem Auto ranfahren können? Oder musste er den Körper noch ein Stück tragen? In diesem Mischwald, wo der Körper vielleicht liegt, sind dort in der Nähe Auffälligkeiten. Ich
meine damit spezielle Bauwerke oder spezielle Naturvorkommnisse, wie zum Beispiel Bunker, Moor, extrem große Bäume, Berge, Täler, Seen. Also wenn da sowas in der Nähe ist, versucht mal bitte zu sagen, was da in der Nähe ist. Danke schön. Wir haben jetzt nichts verstanden, aber wir hören uns das ja an, aber jetzt was schon gesagt hat. Ist der Körper leicht zu entdecken? Oder ist dort, wo der Körper liegt, viel Gestrüpp, Gebüsch, Dornen? Wie sieht der Boden dort aus? Sind da viele Blätter, Laub auf dem Boden? Oder ist der Boden eher bemoost? Wurde der Körper noch versucht? Noch versucht, in kleinere Stücke zu verstecken? Oder wurde versucht, den Körper unkenntlich zu machen durch zum Beispiel Verbrennen? Ist der Körper dort, wo er liegt, noch an ein Stück? Ja.
Ich habe jetzt zusammen verstanden, das ist ja dann auch ein Stück. Sind bei dem Körper auch Kleidungsstücke oder andere materialistische Sachen, die das Mädchen bei sich hatte? Ich habe jetzt ein Ja verstanden. Könnt ihr vielleicht zwei Dinge oder drei Dinge aufzählen, die noch bei dem Mädchen in der Nähe sind, also bei dem Körper von dem Mädchen? Dankeschön. Ist der Körper in irgendetwas Liegt der Körper auch wirklich am Land? Also er liegt nicht im Wasser. Ich stelle die Frage nochmal. Der Körper liegt nicht im Wasser. Dankeschön. Weiß jemand von euch, erstmal eine pauschale Frage, wer das der Rebecca angetan hat? Dankeschön. Könnt ihr uns sagen, wie das passiert ist? Was hat er gemacht? Gina hat verstanden, das war deswegen die Nachfrage. Wie? Also nicht was hat, wie hat er das gemacht? Wie?
Aus welchem Grund hat er das gemacht? Hat der Haupttäter Hilfe? Wenn er Hilfe hatte, wer hat ihm denn geholfen? Wird der Täter irgendwann dafür von anderen Menschen zur Rechenschaft gezogen werden? Also zu Lebzeiten? Wenn sich halt jetzt verstanden. Wird der Täter sich eventuell sogar selber stellen, weil der Druck zu hoch wird? Also der Täter wird, ich habe es gerade nicht verstanden, also nein, also der Täter wird überführt werden können. Wie viele Jahre wird es denn noch dauern, bis der Körper gefunden wird? Wie viele Monate wird es dauern, bis der Körper gefunden wird? Diese Regel ist,
Aber sie wird gefunden werden, ja? Das habt ihr richtig verstanden. Geantwortet habt und versucht weiterzuhelfen, soweit ihr das noch dürft. Da sind wir sehr dankbar dafür. Ja. Dann würden wir euch jetzt an dieser Stelle hier entlassen. Sozusagen. Und wir wünschen euch noch ja, einen schönen Abend. Wenn ihr das habt, denke ich mal schon irgendwie. Dankeschön. Alles Gute für euch. Wir sehen uns. Bye, bye.